Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Let's Play Ni No Kuni 2 Part 11. Wir sind hier wie hieß denn das nochmal? Goldorado, glaube ich. Goldorado, genau. Und wollen hier von Nür, der erpresst wurde, wahrscheinlich nicht erpresst, sondern betrogen wurde beim Glücksspiel um seinen Wald. Das wollen wir hier regeln gehen und sind deswegen hierher gekommen, damit wir ja dieser armen Sau helfen, weil er hat seinen Wald verspielt und wir brauchen den Wald für unser Königreich. Und ihr seht, ein langer Rattenschwanz. Wir waren hier zuletzt stehen geblieben, es war ein bisschen ärgerlich, es hatte weiter unten den letzten Autosave, so muss ich das Ganze nochmal spielen, aber nicht schlimm, wir machen jetzt hier weiter, wollten hier rein, Glücksspiel mit diesem Hund machen und los geht's. Seid ihr bereit, das Spiel zu beginnen? Die 1000 Gulden Einsatz könnt ihr mir von mir aus auch noch später bezahlen. Von mir aus auch später noch bezahlen. Dann lasst uns beginnen. Lasst uns beginnen! Ach, kann ich mal hier nicht lesen hier. Wir spielen Schwarz und Rot. Für dieses Spiel braucht man drei Wuffel. Ich werde zuerst zwei Wuffel werfen. Dann, bevor ich den dritten Wuffel werfen, müsst ihr wetten, ob die gesamte Augenzahl aller drei Wuffel 10 übersteigen wird oder nicht. Wenn ihr glaubt, dass die Summe der Augen 11 oder mehr betragen wird, sagt ihr rot. Glaubt ihr, dass sie 10 oder weniger betragen wird, sagt ihr schwarz. Es gibt jedoch eine Sonderregel. Falls 3 Einser oder 3 Sechser... Falls 3 Einser oder 3 Sechser, so kehren sich Rot und Schwarz um. 3 Einser zählen 3 Augen, aber gelten als Rot. 3 Sechser zählen 18 Augen, aber gelten als Schwarz. Alles klar. Das ist alles verstanden. Die Regeln sind ganz einfach. Alles klar. Wenn die ersten Würfel günstig fallen, gewinnen wir auf jeden Fall ein Glücksspiel, bei dem die Bank im Nachteil ist. Hm? Das sind ein paar hübsche Würfel, die du da hast. Die sind bestimmt was wert. Hey, Pfoten weg. Das sind heilige Würfel. Nur wir Orakulos dürfen sie verwenden. Die sind bestimmt gezinkt, sind sie. Und da vorne, dass alles so gerne Sechsen gewürfelt hat, würde ich wetten, dass es 3 Sechsen werden jetzt schon. Ich werfe die ersten 2 Würfel. 6 und 1. Sind 7. Das macht 7 Augen. Was wird es werden? Rot oder doch schwarz? Ich sag 11 oder mehr. Rot also. Gut, wenn der letzte Würfel eine 4 oder mehr zeigt, habt ihr gewonnen. Das ist eine Chance von 50-50 jetzt. Aha! 8 Augen, das bedeutet also schwarz. Ich hab gewonnen. Manu. Zu schade. Das war's. Wir können weitermachen, aber der Wetteinsatz erhöht sich. Was sagst du? Da kann ich nicht nein sein. Diesmal verliere ich nicht. Ich kann gar nicht teilnehmen. Der betrügt bestimmt. Hey. Sei besser vorsichtig. Los, Evan, zeig's ihm. Eben ist der letzte Wurf eine 1 geworden, obwohl es eigentlich eine 5 geworden wäre, hätte ich gefunden. Also wird es dieses Mal bestimmt auch wieder eine 1. Oder ist es auf jeden Fall falsch, egal was ich sage. Very well. Ich werfe jetzt den dritten Wurfel. Ha! Natürlich, du Bastard! Ich habe schon wieder gewonnen. Ach nee. Aber es war so knapp, ich glaube, du hast den Bogen raus, Evan. Lassen wir es dabei bewenden. Wir können gerne weiterspielen, aber der Einsatz steigt natürlich. Man kann gar nicht nein sagen. Ich werfe die ersten 2 Würfel. Oh, ein Superpasch. Damit steht Rot und Schwarz schon wieder auf der Kippe. Ja, ja, du Bastard, du betrügst! Wenn ich jetzt sage, dass es 5 oder weniger wird, ist es Rot, stimmt es wieder nicht. Wenn ich jetzt eine 6 sage, stimmt es auch wieder nicht. Passt auf, jetzt kommt eine dritte 6. Well.
Unglaublich, 3 Sechser, das bedeutet schwarz. Ich scheine wirklich eine Glückssträhne zu haben. Verdammt! Der kann ja nicht ewig gewinnen. Evan, nochmal. Ja, diesmal klappt das bestimmt. Oh, lass es bleiben, Evan. Genau. Aber ich habe gerade ein gutes Gefühl. Ich habe die ganze Zeit ein beschissenes Gefühl, Evan. Gott. Das Spiel ist also vorbei. Ihr habt verloren und schuldet mir nun 10 Millionen Gulden. Wo ist 10 Mille? Der Einsatz war doch 1000 Gulden. Was denn? Ich habe euch doch von jeder Runde gewarnt, dass der Wetteinsatz steigen wird. Aber nicht um wie viel. Der Einsatz hat sich jede Runde verhundertfacht. 1000 mal 100 mal 100, das macht nun mal 10 Millionen. Die Summe ist eine absolute Frechheit, aber er hat uns tatsächlich gewarnt und wir haben zugestimmt, ohne genau nachzufragen. Aber so viel Geld haben wir nicht. Wenn ihr eure Schuld nicht sofort begleichen könnt, müsst ihr eben einen Kredit aufnehmen. Do not be alarmed. The creature will leave you when your debt is paid. Er hat beschummelt. Wir könnten laden und würden trotzdem verlieren. Was machen wir jetzt? Wir konnten Sixtinius nicht treffen und jetzt werden wir auch noch. Jetzt sind wir auch noch verschuldet. Ach, halt den Schnabel, dämliches Vogelfieh. Guckt euch mal um, wir sind hier nicht die Einzigen, die so ein Geflügel an der Backe haben. Ja. Ach, bevor ich es vergesse, ist euch aufgefallen, wie merkwürdig sich beim Spiel vorhin der dritte Würfel bewegt hat? Ja, allerdings ist mir das aufgefallen, Roland. Das habe ich auch gedacht. Was? Ehrlich? Das Kind hat nicht aufgepasst. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ich habe mich nur aufs Ergebnis konzentriert. Ich vermute, dass es sich in dieser Würfel eine Art Mechanismus befindet. Ha, deswegen wollte der Orakelkerl mich seine Würfel nicht anfassen lassen, von wegen heilige Würfel. Wenn wir also einen Würfel in die Finger bekommen, dann können wir vielleicht beweisen, dass hier falsch gespielt wird. Lasst uns mal unser Glück in den Casinos versuchen. Da die Casinos hier staatlich sind, kommen beim Würfelspiel bestimmt die gleichen Trickwürfel zum Einsatz. Einverstanden. Ja, das ist eine gute Idee. Ei, auf ins Casino, hehe. You owe me! You owe me! Hau mal aufs Maul, dem Vieh. Ach ja, dann laufen wir mal da runter und gucken mal, was da so alles gibt in dem Casino, ne? Da werden wir bestimmt auch abgezockt. Ein Augenblick, die Herrschaft. Im Casino 6 Augen ist Personen mit Krediten die Spielteilnahme leider untersagt. Oh, ach so. Das dürfte kein Problem darstellen. Der junge Mann wird uns beim Spiel nur zusehen. Gut, einverstanden. Unser Haus ist sehr kulant. Ich wünsche einen unterhaltsamen Aufenthalt. Sehr kulant. Oh, 10 Millionen hier am Arsch, die Räuber. Gerade noch mal gut. So sieht also ein Casino von innen aus. Wenn wir alle zusammenbleiben, erregen wir zu viel Aufmerksamkeit. Besser, wir teilen uns auf. Ja, ja, ich wäre mit der süßen Shanti gegangen. Allein die Atmosphäre im Casino ist bereits einzigartig. Diese Spannung in der Luft ist elektrisierend. Na, natürlich hätte ich Geld zum Spielen, wenn ich wollte, aber ich schaue lieber zu, das ist mein Ernst. Manchmal macht ein ausländischer Tourist hier Zirkus, von wegen die Wuffel seien gezinkt, aber das ist völliger Unsinn.
Das hier ist schließlich ein staatliches Casino. Und in Goldorado sind die Würfel heilig. Da würde doch niemand falsch spielen. Das wäre Verrat am großen Fubikus. Man sollte seine Niederlage mit Würde tragen und nicht anderen die Schuld geben. Ihr dreckigen Bastarde. Oh, darf ich das überhaupt im Internet sagen? Na gut. Oh, der hat schon ein blaues Auge kassiert. Die Würfel im Casino? Ja, die sind eine Klasse für sich, was? Wenn ich solche Würfel hätte, würden die Frauen auf mich fliegen. Leider ist das die gleiche Art Würfel, die auch die Orakulos verwenden. Die kann man nicht einfach im Laden kaufen. Also schlag sie ja besser aus dem Kopf. Gewöhnliche Leute wie wir können von sowas höchstens träumen. Ja, bescheißer sind das alles. Wie wär's, wenn wir alles in Stücke hacken? Ob mir hier im Casino irgendwas komisch vorkommt? Naja, die Croupiers scheinen wirklich unglaublich viel Glück zu haben. Auch wenn die Chancen wirklich günstig stehen, verliere ich regelmäßig. Ich muss unbedingt öfters zum großen Kubikus gehen und mein Glück aufpolieren. Jeden Tag. Nein, dreimal pro Tag. So, das sollte erstmal reichen. Hoffentlich haben die anderen was Nützliches herausfinden können. Einer hat bestimmt einen Würfel. Shanti, die kleine Diebin. Könnte ich mir vorstellen. Well now. Wie ich es mir gedacht habe, die wie spricht man das denn? Croupiers oder Croupiers in diesem Casino benutzen tatsächlich die gleichen Würfel wie die Orakulos. Also mogeln sie wahrscheinlich auch. Und wie die ja mogeln, darauf schwöre ich. Jeden Eid. Der hat einen dicken Vogel. Money! No! Oh, come on! Ich glaube, ich bin er. Du hast ernsthaft so einen Vogel aufbrummen lassen? Naja, ich habe mich wohl ein bisschen von der Stimmung hier mitreißen lassen. Okay. Na, wie viele Miesen hast du gemacht? Nicht viel, bloß ein paar. Ein Gentleman redet nicht über Geld. Mal wieder typisch, der hat den Kopf auch nur, damit es nicht in den Hals regnet. Was für ein Spruch. Egal, ich habe was Wichtiges, das ich euch zeigen muss, aber besser nicht hier, lasst uns woanders hingehen. Ich wusste es! Gut, lasst uns am besten eine Herberge suchen, da sind wir ungestört. Die kleine süße Maus, ne, hat uns einen Würfel besorgt, bestimmt. Klein, flink, süß, so dass man sie wahrscheinlich leicht einfach so mal, naja, aus den Augen verliert, beziehungsweise sagt, ach naja, das ist ja nur ein Mädchen, die macht ja nichts. Und dann faust die Kinder in Ohren. Hui. Schade, dass man sich hier nicht umziehen kann. So, das wäre noch cool, wenn man sich so noch customisieren könnte. Anpassen. Hi, willkommen, willkommen. Dürfen wir uns hier einen Moment ausruhen? Yes. Aber gerne doch. Macht es euch bequem. Hihi. Ja, macht wahrscheinlich 1000 Gulden oder so. Also Shanti, was los? Was wolltest du uns zeigen? Hey, ich habe mir vorhin im Casino einen Würfel ausgeliehen. Hä? Huh? Wirklich? Aber das ist doch Diebstahl. Oh, piss dich nicht ein. Pirat? Außerdem habe ich es ja nur geliehen. Aber interessiert dich denn gar nicht, was es mit diesem Würfel auf sich hat? Watch this. Seht genau hin. If I press the one, wenn ich die 1 drücke, we get a one. 1. And if I press the five, wenn ich die 5 drücke, a five. 5. Now two. Wenn ich die 2 drücke. Ach so, sie redet ja. Beginner's luck. Oh, cheeky beggars. Gosh. So that's it. Aha, das ist also der Trick dahinter. Kein Wunder, dass dieser Torwächter so viel Glück hat. Na, wartet, den Mistkerl ziehe ich das Fell über die Ohren. Ja, los, stellen wir ihn zur Rede. No. Wartet nicht so hastig. Erstens wird er sicher alles abstreiten. Zweitens sollten wir uns mit diesem Würfel nicht erwischen lassen. Ah, ich habe eine super Idee. Ja, 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 ja. Wir müssen einfach nochmal. Und dann direkt danach. Und dann bumm. Was sagt ihr? Nana, ist der beste Plan aller Zeiten, oder was? Und das soll funktionieren? Puh, mir fehlen die Worte, aber wenn das wirklich klappt, dann hätten wir den Fisch am Haken, ohne Zweifel. Na, sag ich doch. Ich sorg schon dafür, dass es klappt. Also hopp, hopp, auf zum Wachhund. Ich bin gespannt, was sein Plan ist. Umi, ein kleiner, süßer Knuffelkerl. Wenn ich das mal so sagen darf.
So eine betrügerische Stadt im Asia-Look, ne? Hunden kann man einfach nicht trauen. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ziehen wir dem Hund das Fell über die Ohren. Oh, seid ihr zurück, um eure Schulden zu begleichen? Ich möchte noch einmal ein Spiel versuchen. Das können wir gerne machen, aber du wirst dich sicher nur noch mehr verschulden. Du hässlicher Hund! Nein, diesmal gewinne ich. Sammy, ich hoffe, du weißt, was du tust. Na, wofür entscheidest du dich? Rot. Time to put our little plan into action. Let us begin. Oh, that's impossible. Unmöglich. Betrüger, ihr habt irgendwie das Ergebnis manipuliert. Ja, ja. Really? Wie soll das gehen? Das ist dein Würfel und du hast ihn geworfen. Oder warte mal, dachtest du vielleicht, du kennst das Ergebnis schon? Hast du vielleicht sogar selber geschwindelt? Ridiculous. Ihr nennt mich einen Schwindler? Dafür habt ihr nicht den geringsten Beweis. Hm? Was ist das denn hier für ein Rabau? Dieser Dreckshund. Ein Glück, Sixtinius. Hier scheint man sich ja prächtig zu amüsieren. Minister, ihr befindet euch hier vor dem großen Orakulum. Schluss mit diesem Tumult. Endlich treffen wir euch persönlich, Oberst Orakel Sixtinius. Wir kommen im Auftrag von Nir. Yeah. Dein treuer Untergebener hat uns aufgehalten, im Spiel betrogen und uns einen Haufen Schulden aufgedrückt. Geht man in Goldorado etwa so mit Gästen um? Goodness! Oje, oje, da muss ich mich für meinen Untergebenen natürlich entschuldigen. Gesandte von Nür sind hier jederzeit willkommen. You! Falschspiel? Wie kann ein Orakulo nur so tief sinken? Kraft meines Amtes als oberster Orakel werde ich euch eure Schulden erlassen. Nun lasst uns hineingehen und dort euer eigentliches Anliegen besprechen. Und den da lässt du in den Kerker werfen. Yes, Master. Jawohl. Aber... dieser hässliche Sixtinius. So, naja, jetzt sind wir bei 19 Minuten. Komm, das machen wir jetzt noch fertig. Hey, schöne Rüstung. Jetzt prügeln wir dir gerne vom Leib. Nun, welches Anliegen bringt ihr mir von Nö? Er bittet darum, dass ihr ihm seinen Wald zurückgibt. Ach so, nun. Ich wüsste nicht, warum. Schließlich habe ich den Wald rechtmäßig in einem Wuffelspiel mit Nö gewonnen. Wie wir sehen konnten, scheint in diesem Land das Falschspiel allerdings auf der Tagesordnung zu sein. Das wirft natürlich Fragen hinsichtlich der Rechtmäßigkeit auf, mit der ihr den Wald gewonnen habt. Was soll das heißen? So etwas Wichtiges wird ja nicht in irgendeinem Hinterzimmer ausgewuffelt. Das Spiel wurde durch den goldenen Kubikus entschieden. Wie bitte? Du hast richtig gehört, der große Kubikus hat seinen heiligen Wuffel geworfen. Solche Taschenspielertricks, wie sie dieser Nachfolger benutzt hat, sind völlig unmöglich. Ah, das war ein anderer Würfel. Bei der Zeremonie, die wir vorhin gesehen haben, hat der Kubikus tatsächlich einen viel größeren Würfel benutzt.
Das heißt allerdings noch nicht, dass in diesem Würfel nicht auch irgendein Mechanismus eingebaut ist. Genau, der hat sich nämlich auch komisch gedreht. Wenn ihr so misstrauisch seid, warum seht ihr euch den großen Kubikus nicht einmal genauer an? Ich gebe euch die Erlaubnis. Bedenkt aber, dass der große Kubikus das Allerheiligste dieses Landes ist. Beschädigt ihr ihn mir bitte nicht. Thanks. Einverstanden, wir nehmen euch beim Wort. Lasst uns gehen. Ah, bin ich gespannt, was passiert. Dreckiger Hund, der betrügt irgendwie. Was für impertinentes Gesindel. Yes, Master. Ich bin ganz eurer Meinung. Wir sollten sie jedoch nicht unterschätzen. Hat er mit einem Popel das Ergebnis manipuliert, so geil. Ich war mir so sicher, dass wir ihn hatten. Jetzt stehen wir wieder genau da, wo wir angefangen haben. No. Nein, ganz so ist es auch wieder nicht. Ich bin absolut sicher, dass mit dem großen Kubikus etwas nicht stimmt. Dann lassen wir ihn uns mal unter den Lupe... wir nehmen ihn unter die Lupe halt. Warum kann ich denn nicht lesen, ey? Was ist hier los? Starten. Ich verordne der Betrug. Hui. Ich bin sicher der einzige Wächter auf der Welt, der solche Faxen mitmachen muss. Und Remy, irgendwas gefunden? Das kann man wohl sagen. Der ganze Dingerich ist mir mit einer Magiebarriere belegt. Und zwar nicht von schlechten Eltern. Und der Würfel, tja, ist auf jeden Fall ein schicker Würfel. Blitzeblank poliert und so. Von außen lässt sich also nichts erkennen. Das überrascht mich nicht. Andernfalls hätte Sixtinius uns nicht einfach so herumstöbern lassen. Und es gibt eine Magiebarriere. Das heißt, mit Zaubern kann man den Würfel nicht beeinflussen. Den Würfel beeinflussen, sagst du. Ich wüsste zu gern, wie es im Inneren des Würfels aussieht. Leider können wir ihn nicht einfach aufbrechen. How dare you? Hey, ihr da, der große Kubikus ist kein Spielplatz für Haustiere. Oi! Wen nennst du hier Haustier? Wir haben die Erlaubnis von Sixtinius. Wir überprüfen, ob am großen Kubikus nicht irgendwelche Trick... Vogelkacke! Wir überprüfen, ob Vogelkacke dranhängt und machen sie weg. Oh, das ist ja sehr lobenswert. Es ist immer schön, so engagierte junge Leute zu sehen. Sixtinius kümmert sich wirklich immer vorbildlich um den großen Kubikus. Dieser große Würfel dort scheint auch sehr liebevoll gepflegt zu werden. Man spürt förmlich die Hingabe des obersten Orakels. Hoho, ganz genau so ist es. Für einen jungen Hüpfer hast du ein gutes Auge fürs Detail. Der vorige Würfel war fast so alt wie ich, aber längst nicht so gut in Form, Hoho. Da hat Sixtinius ihn gegen diesen neuen austauschen lassen. Und das ist das beste Holz für den... Um sich das beste Holz für die heiligen Würfeln zu sichern, hat er sogar einen ganzen Wald in seinen Besitz gebracht und seine Handwerker dort abgestellt. Aha. Tatsächlich, ganz erstaunlich. Now then. Ah, jetzt habe ich euch aber lang genug von der Arbeit abgehalten. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Er meint ganz bestimmt Nirswald. Ei, und Handwerker sollen Sixtinius dahin geschickt haben. Die sind bestimmt auch für die Pfandsiegel an den Bäumen verantwortlich. Ich habe das Gefühl, dass wir in Nirswald uns in Nirswald einmal etwas genauer umsehen sollten. Fragen wir doch erstmal nur, ob ihm irgendwas zur Sache einfällt. Oh nein, nicht zurücklaufen. Naja, gut. Was heißt zurücklaufen, ne? Stimmt. Nirswald. In unmittelbarer Nähe. Da reisen wir gerade hin und machen das noch. War zwar schon 5 Minuten überzogen, aber naja. Speichern wir mal. Das ist eine gute Idee. Jo, ich will speichern.
Speichern abgeschlossen. Lala. Bin ich ja mal gespannt, was der dazu sagt. Ach toll, hier war auch schon der nächste Portpunkt, ne? Hey! Oh, ihr seid zurück. Habt ihr mit Sixi geschnackt? Haben wir. Aber der Wald... Aber den Wald hat er uns noch nicht zurückgegeben. Dafür sind wir jetzt hundertprozentig sicher, dass in Goldorado auf höchster Ebene falsch gespielt wird. Jenks! Der Gauner hat mich also tatsächlich übers Ohr gehauen. Wenn wir jetzt noch beweisen... dass sogar beim großen Kubikus gemogelt wird, dann können wir die Bande auffliegen lassen. Wisst ihr zufällig, was die Leute aus Goldorado hier im Wald machen und wo wir sie finden können? Die sind im Zwurbelhain zugange. Was für ein Satz. Aber was genau die dort treiben, weiß ich leider auch nicht. Ich darf ja nirgends mehr hin. Vermutlich gibt es dort so etwas wie eine Würfelfabrik. Dann gehen wir da jetzt hin. Aber immer langsam mit den jungen Pferden, junger Mann. Ohne einen Wachstumsschub kommst du dort nicht hin. Ihr meint, ich bin zu klein? Ich meine Wachstumsschub. Den Zauberspruch kennst du nicht? Dann spritz mal die Lausche. Ja! Sehr gut, damit können wir die Pilze stabiler machen, bestimmt. Du hast Wachstumsschub gelernt. Und was für ein Zauberspruch ist das genau? Der lässt Pflanzen und so ein Zeug schneller wachsen. Auch ohne grünen Daumen im Handumdrehen von der Knospe zur Blüte. Praktisch, ne? Achso. Der Weg zum Zwurbelheim ist ganz schön steil, aber wenn du die Pilze, die da wachsen, mit hübschen Hokuspokus auf die Sprünge hilfst... Oh, auf so eine Idee muss man erstmal kommen. Thank you. Danke, ne? Schick, schick, Zwurbelheim, wir kommen. Gebt man gut auf euch acht, Kinders. Die Ungeheuer im Wald haben zurzeit nämlich verdammt schlechte Laune. Na gut, dann werden wir uns die Würfelfabrik vermutlich mal im nächsten Teil genauer anschauen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch Spaß gemacht hat, mir zuzuschauen und würde mich freuen, wenn ihr mir ein Däumchen nach oben gebt und mich abonniert. Dann bis zur nächsten Episode. Macht's gut!